Jo Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Part Minecraft. Wir haben eine gute Nachricht, zwei schlechte Nachrichten. Fangen wir erstmal mit der guten Nachricht. Es geht weiter mit Minecraft. Jetzt kommen wir zur ersten schlechten Nachricht. Glubschi ist auch mit dabei. Flieg mal rein, schöner. Ja, okay. ja, die zweite schlechte Nachricht. Ihr erinnert euch noch an die Welt, auf der wir angefangen haben. Die mussten wir leider beenden, wir haben jetzt eine neue Welt erschaffen. Aus dem folgenden Grund, weil auf der alten Welt, es ging ja darum in diesem Projekt, es geht auch immer noch darum, dass es zwei Abonnentenstädte gibt, die sich gegenseitig bekriegen. Und das Problem war wirklich, dass niemand es wirklich hingekriegt hat, sich ein Haus zu bauen, dies und das. Jeder ist verhungert, es gab Leute, die haben sich gegenseitig getötet, weil sie kein Essen hatten. Also an dieser Stelle erstmal wirklich Respekt. Das war echt geil. Es ging einfach nicht. Es haben viele nicht hinbekommen. Und dann war die Stadt schon so weit. Die wiederum hatte gar nichts. Das war also auch ein Problem. Deswegen haben wir jetzt vollkommen neu angefangen. Und diesmal auch was anderes. Diesmal wohnt Glubschi leider bei mir in der Stadt. Nee. Und der Milfhunter hat diesmal die andere Stadt. Wenn ihr gerade oben bei mir auf der Karte guckt... Alles klar. Oben auf der Karte, da ist der Milfhunter und ganz unten auf der Karte, da sind wir. Niemand weiß wirklich, wo die andere Stadt ist. Wir sind verdammt versteckt. Es wird also auch noch schwer, den Gegner zu finden. Und der Angriff wird sehr lange dauern. Das ist auch noch mit dabei. Deswegen wird es diesmal ein bisschen schwerer. Aber wir gucken mal, wie das Ganze funktionieren wird. Wenn es gut ankommt, wenn es gut funktioniert, wird das natürlich weitergemacht. Und wir wollen jetzt unter mein Haus, denn... Da ist eine fette Höhle. Und die wollen wir uns mal angucken. Ja, bevor sich aber auch die Falschen angegriffen fühlen, es gab natürlich auch Leute, die was geschafft haben. Aber, genau, also es gab da auch Leute, die haben echt viel gebaut, echt viel geschafft. Und hier habe ich sogar meinen eigenen Spawner. Ja, lass den Stein da, lass den Stein da. Aua! Pau das da sofort wieder hin. Glubschi! Was? Aua! Ich sterbe! Ich bin gleich tot! Hau ab! Ich hab nur anderthalb Herzen, Alter! Pack die Steine da wieder hin, ich töte dich! So, Leute, wir sind hier immer noch beim Höhle erkunden. Ging natürlich gerade was schief. Ja. Gewaltig. Wir mussten einmal kurz den Pussy-Modus anmachen für unseren lieben Herrn Michael. Der kann nämlich nichts anderes. So, also ich habe ja versprochen, dass ich Glubschi heute töten werde. Ich suche ihn gerade mal. Okay, erstmal sneaken. Nee, Spaß. So. Wo bist du denn? Ich finde dich gerade echt nicht. Ach, da ist er ja direkt vor mir. Auch. Genau. Ach so, Alter, habe ich mich erschrocken. Ja, ich bin also, gerade auch. Wenn du mal kurz mitkommst. Ja, Moment. Hier haben wir gleich einen Spalt. Spalt! So, mit Lava und was man sonst noch so will. Wie man jetzt in England sagen würde, it's a spalt. Ich spring mal runter in den Water. Warte, ich hab dich gerade echt verloren. Nee, da ist er. Ich bin, was Höhlen angeht, jemand mit wirklich speziellem Skin. Skill, guck, da fängt schon an. Skill. Alles klärchen. Er weiß, was er tut. Ich wusste, dass du das tust. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ja. Alles klar. Ja, genau. So, hast du davon, willst du trollen, wärst du getäuscht. So sieht's aus. Du. Das geht jetzt echt zu weit. Ey, ich sehe nichts. Du, ja, Moment, ich hab Fackels. So, wir gehen einfach mal hier lang weiter. Hier wird immer mehr Wasser kommen. Hat er ausgerannt oder wo bist du? Nee, ich bin gerade gegenüber von deinem Namen. Ich bin bei dir. Er ist bei mir, ich wusste es. Diamanten. Er wird mich nie verlassen. Was? Wo? Hä? Diamanten, Baby. Oh ja. Hast du gerade echt hier gefunden? Nice. Ohne Scheiß. Das heißt, wir sind hier auf Diamantenhöhe. Wir sind die Profis. Oh ja, wenn irgendjemand mal also richtig so viel Pech halt haben will, ruft uns an. So ist es halt auch echt entspannter für Aufnahmen, weil man labert nicht irgendwie dazwischen. Der eine ist in seiner Stadt, der andere in der und dann hier, hey, ich hab Brot, hey, ich hab Achselschweiß, keine Ahnung.
Das Einzige, was Glubschi drauf hat, ist Zahnbelag, nur damit ihr es wisst. Nein, Spaß. Oh ja. Nein, da hat er recht, weil es war schon ein ziemliches Durcheinander. Natürlich, in zwei verschiedenen Städten. Da jetzt der Milfhunter aber in der anderen Stadt ist, wird das Ganze wirklich sehr interessant. Weil er mir gesagt hat, dass wir alle brennen werden. Nein! So schlimm? Nee, er brennt! Er brennt! Ich brenne wie eine Bitch, Alter! Wo kommt Verbrenn man hier nochmal raus? Aua, aua. Nein, ich hab das Wasser ja abgebaut! Du hast das Wasser abgebaut? Ich hab das Wasser doch zugebaut! ja, wie kein Ding, Alter, hier. Bam, ich bin Magic Marv und Burn Fire. Ne, ich burn nicht mehr. Alles gut. Jetzt baue ich dir da extra das Wasser wieder hin und du hörst auf zu brennen. Was soll der Scheiß? Ja. Entschuldigung, passiert nie wieder. Milfant hat gesagt, wir werden alle brennen und es passiert. Ich mit Erde dahin, ja? Ich baue mich gerade drumherum. Oh, Redstone. Gut, ich übernehme das Redstone hier kurz. Aber pass auf, dass sie nicht wieder in die Lava fallen. Oh, Gold ist hier auch. Ja, ja, ich bin ganz ehrlich. What? Ich werde jetzt da hingehen. Natürlich aber auch nicht. Erstmal richtig gechillt sein und die Lava aus dem Stein streicheln. Okay. Dann werde ich zu den Diamanten gehen. Lava. Und ihn Lava aus dem Stein streicheln. Zärtlich. Ich habe das gerade nicht gesagt, ignoriere das einfach. Okay. Nein, was mache ich? Aua, au, au. Sorry. Moment, ich buddel hier kurz einen sicheren... Nein, Alter, was war das für ein Leck? So, also die Diamanten sind jetzt gesichert. Die dürften jetzt nicht reinfallen. Boah, ich bin... König. Er hat ihn verbrannt! Er hat ihn verbrannt, Alter! Wieso, was hab ich verbrannt? Du hast ihn da reingeschmissen! Ich hab... Wieso hab ich... Du hast das da aufgeklopst, du Nudelsalat! Ja, weil du den Diamanten abgebaut hast, den ich abgebaut hab, Mann! Sag mal, finden wir eigentlich irgendwann wieder nach Hause? Ich glaub nicht. Du hast dir nicht zufällig die Koordinaten von unserem Haus aufgeschrieben, oder? Ich glaub nicht. Diamanten. Nice, Alter. Ich bin King. Ich rieche es einfach, wo die Diamanten sind. Gib mir mal eben ein paar Fackeln, bitte. Ne. Ich hab 13 Diamanten. So. Das sah so echt aus. So natürlich. Ich frage mich, was sich die Leute eigentlich so denken, wenn die uns zugucken. Die wählen danach einfach die Nummer ihres guten Arztes, werden da mal anrufen und... Und dann? Dann kriegen die ein Abo für eine Dauereinweisung. Ein Abo? Erde. Letztens schreibt mir jemand, hey, du bist wie Twins Cube, nur deine Videos sind gut. Ich musste so lachen. Ja, das hast du schon erzählt. Das ist einfach so. Ist einfach so. Ich bin gerade dabei, mich nach oben zu bauen. What, warum? Hau ich schon ab, oder was? Nee, ich will nur mal gucken, ob wir wieder nach Hause finden. Damit dieses Projekt überhaupt fortgesetzt werden kann. So, das war die erste Folge und einzige, Wir sind, glaube ich, wenn wir wirklich so ein Pech haben, direkt unter einem Ozean. Alter, ich guck nach oben, stockdunkles Wasser, das war schwarz, ja? Alter, und es hörte nicht auf, egal wo ich hingeguckt habe. Eisschollen und Wasser. Ja gut, das war's. Leute, das war's offiziell mit diesem Part, überhaupt mit Minecraft. Ich will hier echt nicht sterben. Ja. Hä, was ist denn hier los?
Ja! Alter, das ist auf einmal von... Alter! Was ist hier los? Was soll denn sein? Ich habe mich gerade einfach so ein bisschen durch den Lavasee gebuddelt, also so einmal auf die andere Seite. Und jetzt bin ich wieder in einem größeren Höhlensystem. Ich bin draußen, ich bin oben. Ich lebe. Ich lebe. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Ja gut. Was kann ich hier denn wegschmeißen? It's a very beautiful Grasfleck hier. And this is a home. Ich habe echt keinen Plan, wo ich bin, Alter. Lol. Ich glaube, ich habe mich gerade irgendwo reingebuddelt. Lol. Tatsache, ich habe mich irgendwo reingebuddelt, wo wir schon mal drin waren. Du musst, wenn du dem Weg folgst, zu irgendeiner fetten Abbiegung, wo du ganz viel Diorit abgebaut hast. Da habe ich einen Weg nach oben gebaut. Du musst einfach nur den Fackeln folgen. Und... Ja, ob ich das finde, ist dann eine andere Sache. Ich sehe dein Haus. Lol. Wir sind ja überhaupt nicht weit weg. Das sind 10 Meter. Vielleicht 50. Ja gut. Das ist ja nix. Ich dachte, ich bin am Arsch der Welt. Dachte ich auch. Wir sind die ganze Zeit zu Hause verreckt. Ja gut. So, ich nehme mal noch mal ein bisschen Obsidian mit. Alter, wieso habe ich eigentlich... Das doch... Jetzt wollte ich gerade Obsidian wegschmeißen, um eine Blume mitzunehmen. Bist du behindert? Ich hätte sofort Party verlassen, PS4 verkauft, ich wäre raus gewesen. Ja, wäre auch besser so. Danke. Gern. Immer wieder gern. Alter, einfach mal so wieder zu Hause. Oh, ist das schön. Ist das schön. Endlich aus dieser scheiß Höhle raus. Und jetzt noch mal in die Höhle gehen, Grubschi suchen. Darf er das? Nein. Nee. So, packen wir erstmal 64, 64, 46. Okay. Wir zocken schon so lange Minecraft und ich sitze jetzt so lange in einer Position, dass ich merke, dass mein Arsch langsam platter wird wie ein Pfannkuchen. Sagt er nicht zu. Nichts gegen dich, aber ich lasse das mal umkommentiert, ja? Okay. Oh, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Ich habe ja Gott sei Dank so einen geilen Mikrofonhalter. Deswegen kann ich mich jetzt so hinsetzen. Das ist doch geil. Ich habe einfach den Mikrofonhalter, die Halterung habe ich einfach mal ein bisschen nach oben gezogen und bin jetzt mit dem Stuhl so halb unter dem Mikro und lehne mich jetzt zurück. Das ist voll entspannt. Darauf bin ich doch nicht gekommen. Versteht Alter. Ihr jetzt, warum es manchmal echt schwer für mich ist? Oh, ich baue mir hier irgendwann noch so an die Halterung so einen Getränkehalter ran, wo ich dann so einen Becher reinpacke und dann mit so einem Strohhalm auf der anderen Seite dann so ein Arm, der mir was zu essen hinhält. So ein Dönerspieß, der sich auch noch dreht, wa? Voll geil. Ich war letztens so faul. Und hab den Toaster aus der Küche, weil ich in mein Zimmer essen wollte, weil ich hier halt so einen geilen Fernseher habe. Darauf gucke ich dann immer YouTube gerne, wenn ich was esse. Und dann habe ich den Toaster einfach mal mit in mein Zimmer genommen und mir hier mein Brot gemacht. Das habe ich auch schon. Ja, Wasser mag doch jeder. Gut, Leute, also bei mir war es das auf jeden Fall mit dem Part. Ich sage natürlich danke fürs Zusehen. Ob Glubschi es aus der Höhle rausgeschafft hat. Und was sonst noch so passiert, seht ihr natürlich im nächsten Part. Wenn ihr also einen haben wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, ist ein Community-Projekt. Ihr dürft also auch gerne beim nächsten Mal mitspielen. Und damit sage ich natürlich danke fürs Zusehen. Haut rein und ciao.